Wie lange würden Sie auf einen Tisch im Restaurant warten? 5 Minuten? 10 Minuten? Auf eine Reservierung vielleicht mal eine Woche? Bei diesem Restaurant in New York vergehen Jahre. Das heißt Sommer, Herbst, Winter, Frühling, wieder Sommer und das mehrmals. Es dauert 2 bis 3 Jahre, bis man einen Platz bekommt. Was hier so toll sein soll, wir haben bei der wohl exklusivsten Dinnerparty einen Platz ergattert. Um bei Vincent Wu zu essen, müssen Kunden eine kleine Ewigkeit warten. Ich habe 2 Jahre drauf gewartet. Ich bin aufgeregt. Das ist so besonders. 10 Auserwählte nehmen an einem der exklusivsten Dinner New Yorks teil. Was ist daran so besonders, dass manche 3 Jahre auf einen Platz warten? Das East Village in Manhattan, eine ehemalige Punk-Gegend, heute hippes Wohnviertel. Hier wohnt Gastgeber Vincent Wu. In seinem Keller findet heute ein kulinarisches Highlight statt. Mr. Jones Supper Club ist ein Underground-Restaurant, das 2-mal im Monat offen ist. Ich koche für 10 Leute, was ich will. Ein Underground-Restaurant im wahrsten Sinne des Wortes in Vincents Keller, den er als Küche hergerichtet hat. Fast 5000 Leute stehen auf der Warteliste, die er verwaltet. Dabei hat Vincent kein Restaurant-Team hinter sich, sondern kocht allein. Vor 2 Jahren ist er für seinen Job als Unternehmensberater nach New York gezogen und hat mit dem Kochen angefangen, um Freunde zu finden. Ich habe gesagt, ich koche. Kommst du vorbei? Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Doch wie wurde aus den Kochabenden ein so großer Hype? Eins kam zum anderen. Meine Bekannten haben im Internet Erfahrungsberichte geteilt. Und ich habe gemerkt, ich bin da wohl an was dran. 2 bis 3 Jahre müssen Kunden aktuell auf einen Platz bei Vincent warten. Bewerben kann man sich via E-Mail. Und wie wählt Vincent seine Gäste aus? Ich sortiere ein bisschen vor, nach Gruppengröße und Geschlecht. Noch etwas ist anders als in herkömmlichen Restaurants. Was auf den Tisch kommt, entscheidet Vincent kurz vor dem Dinner. Manchmal wache ich mitten in der Nacht schweißgebadet auf und habe eine Idee. Noch 7 Stunden bis zum Dinner. Vincent muss jetzt losziehen, um alle Zutaten einzukaufen. Wir begleiten ihn zu den kulinarischen Hotspots von Manhattan. Los geht's auf dem Markt in Chelsea. Hier sucht Vincent Meeresfrüchte. Mal schauen, ob ich Schwertmuscheln kriege. Warum ausgerechnet hier? Hier ist alles frisch. Ich hab's ausprobiert. Das ist einer der besten Plätze. Vincent kauft den ganzen Bestand auf. 15 Muscheln. Jakobsmuscheln holt er von einem anderen Händler, denn er will die Sorte aus der Region. Die Meeresfrüchte kann Vincent von seiner Liste abhaken, doch es fehlen noch Nudeln und Kräuter. 2 Stunden sind wir schon unterwegs. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir laufen 2, 3 Blocks. Ab in die Nudelmanufaktur. Vincent sucht nach Tagliatelle mit Geschichte. 3 Generationen Nudelmacher seit dem frühen 20. Jahrhundert. Vincents Küche ist eine Mischung aus Italienisch und Asiatisch. Fehlen noch die asiatischen Zutaten, also ab nach Chinatown. Hier kauft Vincent Kräuter und Kokosmilch. Nach 3 Stunden und 7 Stationen sind wir wieder bei ihm zu Hause. Eine extra feine Zutat hat er sich liefern lassen, Trüffel für die Pasta. Das klingt ganz schön extravagant und hat seinen Preis. Insgesamt komme ich auf $3.400. Der Wein hat zusätzlich um die 200 gekostet. Vincent schnippelt das Gemüse und die Kräuter klein und bereitet die Soßen vor. Anders als in den meisten Restaurants deckt er nicht den Tisch. Er serviert die Gerichte auf großen Tellern, die die Kunden sich teilen sollen. Wer heute bei ihm ist, weiß Vincent selbst nicht so genau. Er kennt nur Namen und Alter. Mein jüngster Gast war 21 oder 22. Der älteste war 80.
Im Wohnzimmer gibt es gleich ein Glas Wein zum Empfang. Vincent wechselt noch schnell sein Outfit. Ich bin gespannt, wer kommt. Auch wir sind gespannt, wer so lange wartet, um hier essen zu dürfen. Hallo. Hey, yes. I'm Alan. Alan, what is your name? Wie heißt du? Carol. Schön, dich kennenzulernen. Gast Alan hatte den weitesten Weg. Ich bin um 2 Uhr morgens mit dem Bus aus Washington los. Du bist aus Washington? D.C.? Yeah, yeah. I mean, okay, cool. Hello. Bist du Winnie? Yes, I am. Oh, ich bin Krista. Fühlt sich an, als würde ich dich kennen. Krista hat 2 Jahre auf diesen Moment gewartet. Ich suche immer nach den besten Restaurants. Dann habe ich Vincents entdeckt und dachte, da muss ich hin. Keiner der Gäste ist zufällig hier. Ich habe es im Netz entdeckt. Ich habe lange drauf gewartet. Ich habe es in einem Freizeitmagazin entdeckt, in der Rubrik Geheime Orte. Geheim ist nicht nur der Ort des Dinners, sondern auch das Menü. Keiner der Gäste weiß, was auf den Tellern landen wird. Das macht für mich den Reiz aus, nicht zu wissen, was wir essen werden. Und die Bewertungen waren großartig. Gibt's für Vincent auch heute gute Bewertungen? Und warum wird er von allen so bewundert? Geht es hier nur ums Essen? Nach 30 Minuten Smalltalk ist es soweit. Vincent führt seine Gäste in den Keller. Der Raum ist schön. Vincent ist extra für die Dinnerpartys umgezogen. Hier hat er das perfekte Ambiente für seine ganz speziellen Events. Und was ist das Konzept seines Underground-Restaurants? Willkommen. Es gibt eine Regel. Setzt euch nicht neben jemanden, den ihr kennt. Vincent will also nicht nur kochen, sondern auch Leute zusammenbringen. Zeit, den ersten Gang zuzubereiten. Burrata, also Mozzarella mit Sahnekern. Vincent kocht nach Gefühl, ohne Messbecher und Stoppuhr. Inspiration holt er sich im Internet. Er kocht jedes neue Gericht 3-mal zur Probe, bevor er es serviert. Er liebt ungewöhnliche Zutaten. Es gibt 2 asiatische Nuancen. Ikura, also Lachskaviar, und Algensalz. Beim ersten Gang lernen sich die Gäste kennen. Ich mache Innendesign. Oh je, und ich habe dich in meine Wohnung gelassen? Berater, Designer und Sprachtrainer sitzen hier nebeneinander. Alle legen Wert auf gutes und schönes Essen. Dass Vincents Kreationen fotogen sind, macht einen Teil der Faszination aus. Und was kommt jetzt? Thunfisch-Tartar. Klingt simpel, doch Vincent kennt ein paar Tricks. Mit einer Räucherpistole verleiht er dem Fisch Holzaroma. Dann garniert er ihn mit Lotusblumenchips. Sieht extravagant aus. Doch Vincent hat nie professionell kochen gelernt. Ich sage immer, man muss kein professioneller Koch sein, um gut zu kochen. Es hilft, die Grundlagen zu kennen. Aber es geht auch darum, einfach zu verstehen, wie gutes Essen schmeckt. Nächster Gang, Jakobsmuscheln auf Tintenfischpaste. Gefolgt von Schwertmuscheln an Tomaten und Sardellen. Nicht nur das Essen fotografieren die Gäste. Auch der Hausherr ist gefragt. Wie gut verstehen sich denn die Gäste, die er zusammengewürfelt hat? Wir sind an dem Teil des Abends, wo alle sich kennenlernen und sich unterhalten. Beim letzten Gang setzt Vincent auf Pasta mit Trüffel. Er hat 5 Gänge in 3 Stunden zubereitet. Wie geht es ihm nach dem Kochmarathon? Ich werde später wahrscheinlich tot ins Bett fallen. Aber jetzt geht's mir gut. Und? Hat sich der Aufwand gelohnt? Das war gut. Und die anderen? I really love that, but
Ich liebe es. Das ist die perfekte Abendgestaltung. Die Erfahrung war es mehr als wert. Feste Preise gibt es in Vincents Restaurant übrigens nicht. Gäste zahlen so viel sie wollen. An diesem Abend im Schnitt 90 Dollar. 300 Dollar hat Vincent also verdient. Doch ihm geht es in erster Linie nicht ums Geld. Ich kann mich kreativ entfalten. Und es gibt mir viel zu sehen, wie alle eine gute Zeit haben, das Essen genießen und vielleicht die Liebe ihres Lebens treffen. In zwei Wochen wird Vincent wieder Gastgeber eines Underground-Dinners sein. Mit neuen Leuten und neuen Geschichten.